Felix, ein sehr umkämpftes Spiel gegen Fortuna Düsseldorf endete 1:2. Wie fällt jetzt ein paar Tage danach dein Fazit zum Spiel aus? Ja, ist natürlich immer noch ärgerlich für uns, dass wir da jetzt keine Punkte mitnehmen konnten, aber ich denke, dass wir im Großen und Ganzen ein ordentliches Spiel gemacht haben. Klar, an manchen Sachen müssen wir jetzt noch arbeiten, die wissen wir auch, was wir falsch gemacht haben und dann ja, blicken wir in die DFB-Pokalwoche. Was hat deiner Meinung nach gefehlt, um etwas Zählbares mitzunehmen? Ja, ich denke, einmal die Chancenverwertung. Ich glaube, gerade ich hatte auch ein paar Dinger noch auf dem Fuß. Da hätte vielleicht auch noch einer reinrutschen können. Und ja, auch in der ersten Minute, dass wir da ja, vielleicht zu leicht den Gegner gemacht haben, um Tore zu schießen. Blicken wir einmal kurz auf dich persönlich. Du hast dein zweites Tor im zweiten Spiel bereits gemacht. Hast du dir ein bestimmtes Ziel für die Saison gesetzt? Nee, ein bestimmtes Ziel habe ich nicht, aber klar, ich will eigentlich jedes Spiel treffen, der Mannschaft helfen. Und ja, aber wichtiger ist, dass wir die Spiele gewinnen und ja. Du hast eben den Blick nach vorne angesprochen. Bevor es in der Liga weitergeht, steht am kommenden Samstag der DFB-Pokal an. Was für ein Spiel erwartest du gegen den Oberligisten Wernigerode? Ja, so viel weiß ich von dem Gegner jetzt noch nicht. Ich denke, das werden wir jetzt erst in der Woche machen, die Gegneranalysen und alles. Aber ich denke, dass der ja, Gegner eher tiefer stehen wird, ja, ein bisschen das Tor zumauern wird. Und ja, da müssen wir versuchen, so schnell wie möglich ja, ein Tor zu machen. Dann wünsche ich noch eine gute Trainingswoche und viel Erfolg am Samstag. Dankeschön.